Menschlichkeit ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und entsprechend deren Bedürfnisse und Nöte auch erkennen zu können. Und das hat damit zu tun, dass man den einzelnen Menschen als Individuum betrachtet. Und von daher muss man ihm auch wohl eine Fürsorge zukommen lassen. Das bedeutet für mich in der Perspektive globale soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, alle anderen würden Menschlichkeit beschreiben als etwas Positives, ne? Als etwas Sympathisches, als ein Mensch, der zum Beispiel auch sehr viel Empathie zeigt gegenüber anderen Menschen, zum Beispiel, dass man halt, anderen Menschen schlecht geht, ihnen was gibt, ne? So, also teilt oder was abgibt oder etwas tut, dass es ihnen besser geht. Aber ich finde, Menschlichkeit kann auch genau das Gegenteil sein. Also einem anderen Menschen weh zu tun oder zu töten oder sowas, weil es halt immer wieder vorkommt, ne? Und das auch zum Menschsein irgendwo gehört, sowohl gut als auch böse zu sein. If you go to school, they teach you ABC and they ask you what you will be in the future, to be a doctor. But the most important thing before you get educated, you have to get education from your parents about the attitude. So attitude can change your life and all the things. Ja, ich denke, Menschlichkeit hat auch ganz viel mit dem Erziehung zu tun von einem Mensch. Also, das ist meine Meinung, ne? Und je nachdem, wie man sich von dieser Gesellschaft beeinflussen lässt. Es ist ja vielleicht so ein bisschen dieses christliche Thema Nächstenliebe. Was macht man für die Menschen in seiner Umgebung oder auch Menschen weltweit? Und im Theoretischen beschäftige ich mich ja viel mit, aber ich könnte im Praktischen durchaus noch mehr machen. Leider, wir sind in einer Gesellschaft, wo ich merke, dass der Kapitalismus ersetzt die Menschlichkeit. So now I think from I come 2010 till now, I think I spent about 8 months already in Germany. So I know about the culture, people, Europe and Asia. Europe is nice as well. But from some are truly nice, but I can say most of them are nice just to make you happy. I mean, not from the heart, you know. So Asia mostly they are nice, they love. You can say from their face, they are mostly, I can say they are nice from their heart. So sometimes in Europe, I can say they are just pretend to be nice. I mean, superficial. I don't say all, but some of them. Was ist Menschlichkeit? Die meisten denken dabei an irgendwelche heiligen Persönlichkeiten, also Mutter Teresa, Mahatma Gandhi und so weiter. Und Menschlichkeit ist eigentlich für mich etwas ganz anderes, etwas viel Globaleres oder viel Universelleres, etwas viel Größeres. Es betrifft den ganzen Menschen. Menschlichkeit ist, dass der Mensch Mensch sein kann zu jeder Zeit, an jedem Ort und dass Menschsein auch gefordert wird und erwartet wird und dass es völlig normal ist, diese Menschlichkeit zu zeigen. Menschlichkeit ist, kann ich mir vorstellen, ein riesiger Topf, ja, in dem sind kleine Kugeln drin und jede kleine Kugel ist ein Teil dieser Menschlichkeit. Und da sind meinetwegen 100.000 Teile drin oder 100.000 Kugeln drin. Und in unserer Gesellschaft ist es aber so, dass wir diese Menschlichkeit völlig zurückfahren und völlig, wie soll ich sagen, überhaupt nicht leben wollen und leben können. Wir werden daran gehindert, in dieser Gesellschaft Menschlichkeit zu leben. Und wenn wir, ich mache mir das gute Beispiel, ein Hund zum Beispiel. Jeder, der ein Haustier hat, weiß, kann auch einen Hamster nehmen, einen Papagei nehmen, ein Meerschweinchen nehmen oder eine Katze nehmen. Jeder Mensch weiß, dass man das Tier, was man zu Hause hat, nicht zu einem anderen erziehen kann. Man kann es verdomestizieren, ja, man kann es vermenschlichen und so weiter. Das kann man schon machen. Aber letztlich ist es so, dass der innere Antrieb dieses Tieres nicht gebrochen werden kann. Also wenn ich es breche, das möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. So, ich habe zum Beispiel einen Hund und mein Hund muss Hund sein. Er ist hundisch. Und das meine ich mit Menschlichkeit. Das, was in uns ist, alles, was in uns ist, können wir leben und sollten wir leben. Und wenn wir unsere Menschlichkeit komplett leben würden, in dieser Gesellschaft leben wir ja gar nicht, leben würden, dann hätten wir auch eine ganz andere Welt. Ich glaube, wenn wir einen Planet hätten, wo Menschen Menschen sein können, dann würden wir uns vorkommen wie in einem komplett anderen Universum. Wir würden, glaube ich, auch aus dieser Gesellschaft, der wir jetzt herauskommen, nur ansatzweise verstehen, was die da gerade machen.
Weil die wären mit Sicherheit nicht so kriegsbereit. Die wären mit Sicherheit Menschen, die ihre negative Aggressivität also zum großen Teil auch im Griff hätten. Sie würden Kooperative machen, sie hätten freie Energie etc. 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 Sie würden nur das tun, was ihre Menschlichkeit fördert und ihre Menschlichkeit sättigt. Ihr Bedürfnis, Mensch zu sein, das gesättigt zu haben, das würden sie tun. Und sie würden nicht dem schnöden Mammon hinterherlaufen und nicht dem Geld und nicht dem Zins und was weiß ich noch alles. Das würden sie gar nicht tun. Und sie würden auch nicht zu irgendwelchen Politikern sagen, ja, du bist das geringer Übel, das mache ich jetzt mal. Die würden sagen, was, geringer Übel, hast du wohl nicht alle. Mach doch einfach das, was du immer machst, nämlich Mensch sein. Und das ist etwas, was in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auch nicht gefragt ist. Jemand, der seine Menschlichkeit versucht zu leben und sich darin jahrelang wiederfindet und das tut, wird in unserer Gesellschaft als durchgeknallter Idiot verstanden. Als völliger spinnerter Mensch. Weil etwas passiert nämlich bei Menschlichkeit. Wenn ein Mensch seine Menschlichkeit nach vorne bringt und die lebt, dann hat er plötzlich einen ganz anderen Bezug zu seiner inneren Natur, was ich Spiritualität nenne. Er bekommt auf einmal auch ein spirituelles Bewusstsein. Und das meine ich jetzt nicht mit abgehoben und Guru und Hare Krishna und ich weiß nicht was. Das meine ich völlig naturverwurzelt und naturverfangen. Völlig normal. Ja? Wenn man mit Menschen über Spiritualität ganz nüchtern und normal redet, haben alle eigentlich die gleichen Bedürfnisse und alle wollen in die gleichen Wege. Das ist eigentlich so. Und die Spiritualität ist innerhalb der Menschlichkeit nichts anderes als der Spiegel unserer Menschlichkeit. Das ist Spiritualität. Und deswegen wird sie auch so gerne gelebt und so gerne begangen. Und deswegen unterhalten sich viele Menschen so unglaublich gerne auch über Spiritualität. Wenn jetzt spirituell denkende Menschen im Kreise sind und so. Und da wir das aber alles nicht leben können, unsere Menschlichkeit nicht leben können und wir alles teilen, herrsche und teile, Politik rechts, links, gerade, hoch, Mitte, unten und so weiter, nicht? Und App und ab und ob, mit allen möglichen Handys kommunizieren und so weiter und all das einfach nur teilen, was in uns ist und gar nicht mehr leben und fokussieren und danach leben, sondern immer nur irgendeinen schnöden Mammon hinterherrennen, haben wir natürlich die Menschlichkeit im Grunde genommen jeder für sich selbst mit Füßen getreten und lebt sie gar nicht. Aber die Menschlichkeit, die wir haben in uns drin, ist eigentlich auch ein Kompass für das, was wir völlig falsch Erfolg nennen. Erfolg, also wenn ich meine Menschlichkeit zum Erfolg bringe, dann ist der Erfolg, der dabei rumkommt, nicht das Geld. Das Geld ist ein Abfallprodukt. Ein völliges Abfallprodukt, auf das wird überhaupt nicht fokussiert, sondern auf die Möglichkeit, sich ganz und gar zu leben und lebendig zu bleiben. Und das kann ich jetzt nicht erklären, was das bedeutet, weil die Zeit ist sehr, sehr, sehr knapp jetzt. Und das wäre ein Ziel. Und dieser Weg, der dahin führt, wäre, wer seine Menschlichkeit lebt, er braucht kein Diplom, der braucht keine 1 oder 6. Der braucht keinen Abschluss für dies, für das und jenes. Der braucht keinen Schein hierfür, dafür. Ja, der kann das dann. Der macht es dann einfach und der kann es dann. Und der lernt es dann auch ziemlich schnell. Ne? Und das ist etwas, wo wir in unserem ganzen System, also vor allem Bildungssystem, komplett abgeschnitten werden von unserer Menschlichkeit. Menschlichkeit bedeutet auch, ich tue es zum Selbstzweck, also für mich selbst, für mich ganz alleine und mache das einfach erst einmal. Und das kann man ja in dieser Gesellschaft nicht machen, weil wenn man jetzt irgendetwas macht, dann fragen die anderen, ja und was machst du? Ja, ich mache dies und das. Ja und womit verdienst du dein Geld? Das fragen ja dann die meisten. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel eine Frage, wo ich denke, wie weit ist der denn weg? Wie weit ist der denn weg vom Leben? Was hat der denn für ein Problem? Nicht? Wo ist der überhaupt? Der ist ja nicht in meiner Sphäre. Das dreht sich in meinem Leben nicht darum. Sondern in meinem Leben dreht es sich immer nur um Menschen. Das habe ich oft genug gesagt. Es dreht sich immer nur um Menschen. Und für mich sind Menschen wichtig. Und das ist der Pfad, den man begeht, wenn man seine Menschlichkeit geht. Man wird gierig auf die Menschlichkeit des anderen Menschen. Man möchte sie kennenlernen. Man möchte wissen, wie das ist. Man möchte diese Menschlichkeit berühren. Das ist wichtig. So. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Fand es sehr interessant, was ich aus mir herausgeholt habe gerade. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.